Moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch die dicksten Bücher aus meinem Regal suchen. Deswegen sind hier jetzt auch einige Lücken hinter mir. Ich habe geguckt nach der Seitenanzahl. Also ich bin jetzt nicht mit dem Maßstab oder mit einem Zollstock rangegangen, um zu gucken, wie dick die wirklich sind in Zentimeter, sondern ich bin natürlich nach der Seitenstärke gegangen. Und es sind jetzt endlich 12 Bücher geworden, die ich euch zeigen möchte. Warum gerade 12? Eigentlich wollte ich die 10 dicksten nehmen, aber die letzten Plätze waren so dicht beieinander und ich konnte mich nicht entscheiden. Und da waren auch Bücher dabei, die ich euch lange nicht mehr gezeigt habe. Und deswegen dachte ich, nehme ich die einfach mit rein. Und ja, ich wollte mit diesem Video zum einen euch natürlich mal wieder Bücher zeigen aus einer anderen Rubrik, aus einem anderen Blickwinkel. Aber ich wollte auch einfach mal das Thema dicke Bücher ansprechen und es interessiert mich sehr, weil manche sind ja doch auch abgeschreckt von einem seitenstarken Buch und manche interpretieren ein dickes Buch so und andere so. Ab wann fängt es bei euch denn an, ein dickes Buch zu sein? Wenn ich mir jetzt selbst die Frage stelle, finde ich das durchaus schwer, denn für mich kommt es auch so ein bisschen auf das Genre an. Ein Thriller, der 300, 400 Seiten ist, finde ich normal. Alles, was darüber hinausgeht, finde ich bei Thrillern tatsächlich schon eher dick. Aber das schreckt mich auch jetzt nicht so richtig ab. Ich denke mal, das liegt daran, weil ich ein Fantasy-Leser bin und Fantasy-Bücher haben irgendwie, ja, irgendwie so die Charaktereigenschaft, dass sie einfach meist sehr dick sind. Und ich bin eher im Gegenteil eher skeptisch, wenn ich da ein 400-Seiten-Buch vor mir habe, was epische High-Fantasy enthalten soll. Na, da bin ich meistens dann schon ein bisschen skeptisch, wenn es nicht irgendwie doch 5 Bände hat oder so. Also, wenn ich so die Grenze bei Fantasy-Büchern sagen würde, wo ab wann für mich die Bücher dick sind, das finde ich wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, 1000 Seiten finde ich schon sehr dick. Ab 800 Seiten würde ich auch schon sagen, ja, das ist schon ordentlich. Alles darunter finde ich aber nicht besonders dick. Und wie gesagt, das schreckt mich eigentlich auch nicht bei Büchern. Natürlich, wenn eine Reihe sehr, sehr lang ist mit sehr vielen dicken Büchern, dann überlege ich mir das auch tatsächlich, hast du da die Zeit überhaupt für? Du möchtest ja auch noch andere Bücher dazwischen lesen. So zum Beispiel das Lied von Eis und Feuer. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Bedenken, als ich das angefangen habe. Dachte ich, boah, da hängst du ja Ewigkeiten mit. Aber die Bücher selbst sind ja nochmal im Deutschen sind ja unterteilt worden und die sind dann immer nur so 500, 600 Seiten lang. Und das fand ich dann gar nicht so schlecht. Ich meine, ich hing damit schon einige Monate, bis ich dann alle 10 Bände durch hatte. Ich habe die auch relativ schnell hintereinander weggelesen, was ich auch gut fand, weil das ja doch komplex ist und sehr viele Intrigen und sehr viele Personen beinhaltet. Ja, ich schweife ein bisschen ab. Also wie gesagt, mich schreckt das nicht ab, aber ich kann es verstehen, dass es bei manchen doch so eine abschreckende Wirkung hat. Und es wird mich halt echt extrem interessieren, wie ihr das seht. Schreckt ihr, lasst ihr euch abschrecken von vielen Seiten oder ab wann ist für euch ein Buch ein dickes Buch? Zum Beispiel, wenn ich so einen Klassiker habe, einen belletristischen Klassiker oder allgemeinen Klassiker, dann finde ich, auch schon ab 500 Seiten finde ich das schon oder ab 400 Seiten sogar finde ich das schon ganz schön anstrengend vielleicht. Und belletristische Titel sind ja auch in der Regel eher dünner. Ja, also ich fange jetzt mit der Seitenzahl 860 an und gehe dann immer weiter hoch. Das heißt, bei Platz 1 sind wir bei dem dicksten Buch angekommen, das bei mir im Regal steht. Es sind auch noch viele dicke Bücher in meinem Regal, wo viele sagen würden, boah, das ist immer noch fett, also 700, 800 Seiten starke Bücher. Aber das ist jetzt hier so die Riege, die am dicksten ist. Und was ich halt sehr bezeichnend und lustig fand, war, dass sich jetzt sehr, sehr viele auf 860 Seiten beschränken oder genau immer eine Seite weniger oder zwei, drei Seiten mehr. Und deswegen habe ich sie jetzt alle auch mit reingenommen. Deswegen sind es halt eben 12. Und ich fange an mit einem Buch, was ich wirklich lange nicht mehr in die Kamera gezeigt habe und deswegen gerne auch in dieses Video mitnehme. Und zwar ist das das Buch von Wolfgang und Heike Holbein. Ein Buch, was schon längere Zeit bei mir steht. Das sieht man auch so ein bisschen. Es ist schon so ein bisschen durch Staub und vergilbte Seiten mitgenommen. Aber ansonsten, wie immer bei mir, sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Kein gebrochener Rücken, nicht sonderlich schief gelesen. Ja, worum geht es? Es geht darum, dass unsere
Geschichte, die Geschichte der Menschheit in einem Archiv voller Büchern von seltsamen Wesen aufgeschrieben wird. Allerdings ist dieses Archiv versteckt und es gibt gewisse Hüter, die dieses Geheimnis halt bewahren und beschützen. Denn es gibt auch böse Kräfte, die versuchen, in dieses Archiv einzudringen, um den Lauf der Zeit umzuschreiben. Und genau das passiert. Und wir begegnen hier Leonie. Leonie ist die Erbin einer Buchhandlung und sie hat eine bestimmte Gabe. Und das hat halt auch etwas mit diesem Archiv zu tun. Und sie versucht halt herauszufinden, was ist die wahre Realität. Das Buch hat durchaus so seine komplexen Stellen und Stellen, die mich verwirrt haben, denn es kommt halt immer wieder vor, dass die Realität umgeschrieben wird und Leonie sich in einem neuen Abschnitt ganz woanders befindet, irgendwo anders hineingeschrieben wurde. Und sie hat halt aber die Gabe, das zu erkennen, dass es falsch ist. Aber für sie braucht es halt auch ihre Zeit und als Leser ist es auch echt spannend mitzuverfolgen. Ich hätte Lust, das Buch nochmal zu lesen. Es hat durchaus auch seine Schwächen gehabt, glaube ich, aber ich habe viele, viele Details vergessen und finde es ja immer schön, wenn Bücher das Thema Buch beinhalten und hier mit einer großen und riesigen Bibliothek und diese unheimlichen Archive kann ich mich schon daran erinnern, das war alles so unterirdisch und schon irgendwie unheimlich gemacht. Und es hat eben, glaube ich, genau, ja, 860 Seiten. Also mein 12. Platz müsste es denn ja sein nach Adam Riese. Und ja, habe ich richtig Lust, irgendwie zuzugreifen. Und es ist tatsächlich auch ein Einzelband. Ach so, das habe ich vergessen zu sagen. Wenn jetzt mehrere Titel aus einer Reihe waren, die halt ungefähr die gleichen Anzahl von Seiten hatte, dann habe ich immer aus der Reihe immer nur den dicksten genommen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich noch dickere Bücher in meinem Regal habe, eben aus derselben Reihe, aber ich wollte halt nicht, weiß nicht, fünfmal dieselbe Reihe irgendwie euch in die Kamera halten. Deswegen habe ich jeweils immer aus der Reihe das dickste Buch genommen. Aber das nächste Buch ist ebenfalls ein Einzelband und hat, wie gesagt, auch 860, also 862 Seiten. Und zwar ist das Seelen von Stephanie Meyer. Und ja, es ist ja auch die Autorin, die Bis zum Morgengrauen, also Twilight, geschrieben hat. Und früher fand ich Twilight wirklich richtig toll. Und es ist für mich irgendwie auch ein Teil meiner Jugend. Und ich glaube, dass ich es irgendwann auch noch mal lesen werde. Ich finde besonders die Atmosphäre eigentlich sehr, sehr schön von Forks, von diesem Wald, von dieser Waldstadt, von diesem Waldort. Aber jetzt soll es ja um Seelen gehen. Auch hier haben wir es mit einer Liebesgeschichte zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt den Klappentext das erste Mal gelesen hätte, hätte ich vielleicht zu diesem Buch nicht unbedingt gegriffen. Aber ich finde das Thema wirklich sehr, sehr spannend. Und es hatte hier nicht nur diese Liebesgeschichte im Vordergrund. Wir befinden uns auf der Erde in der Zukunft. Und ja, außerirdische Wesen haben die Erde erobert und ergreifen von den Menschen Besitz. Also sie dringen in die Menschen ein und benutzen sie als Wirt und das Bewusstsein der Menschen wird ausgelöscht. Es gibt ein paar Menschen, die sich verstecken und versuchen, eine Rebellion anzuzetteln und sich zu wehren, aber die Wesen sind schon sehr, sehr stark und mächtig. Dann haben wir unsere Protagonistin, ich glaube, sie hieß Melanie. Und die wird halt eben auch, der wird auch ein Wesen eingepflanzt, aber sie ist jemand, die nicht kampflos aufgeben möchte und nicht wie andere sich vertreiben lässt aus ihrem Körper, sondern sie versucht sich zu wehren gedanklich. Und nun teilen sich halt dieses außerirdische Wesen und Melanie ihren Körper und ihre Gedanken und ihr Leben, was natürlich sich extrem schwierig rausstellt. Und dann gerät es auch noch zu Konflikten, wer wen liebt. Hier steht irgendwie hinten auch drauf, nee, hier in der Klappe stand das, der ungewöhnliche Kampf zweier Frauen, die sich einen Körper teilen müssen, eine hinreißende Liebesgeschichte und die wohl erste Dreiecksgeschichte mit nur zwei Körpern. Also ich finde Dreiecksgeschichten eigentlich gar nicht gut und ich habe es hier auch nicht so richtig empfunden, weil ich einfach die Thematik dahinter ziemlich
cool fand. Und auch die Verfilmung, die hat mir gut gefallen. Es ist jetzt auch schon wieder echt viele Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Aber ich fand so wie also das Buch sowie den Film echt gut anzuschauen. Und auch hier haben wir ein Einzelband. So, jetzt gehen wir aber zu einer Reihe. Und jetzt sind wir bei 863 Seiten. Und zwar ist das der dritte Band einer Trilogie von Der geheime Zirkel von Libba Bray, Kartiks Schicksal. Die ersten zwei Bände stehen hier, die sind auch um einiges dünner. Und ich erzähle euch natürlich auch jetzt nicht, worum es im dritten Band geht, sondern worum es im ersten Band geht. Im ersten Band geht es um Gemma, die im viktorianischen Zeitalter lebt und in London auf ein Mädcheninternat geschickt wird nach einem familiären Unglück. Und ja, sie soll dort halt zu einer viktorianischen Dame erzogen werden mit den anderen Mädels dort. Ein Lichtblick ist für sie die Kunstlehrerin und ja, der Kunstunterricht. Dort erfährt sie auch von einer Höhle mit ja, seltsamen Zeichnungen und einer seltsamen Geschichte. Und sie entdeckt ein Tagebuch, in der es halt auch um Seancen geht. Und sie ja, gründet halt mit ihren Freundinnen den geheimen Zirkel und trifft sich in diesen Höhlen, um Seancen irgendwie durchzuführen und in ein anderes Reich zu gelangen. Das fängt natürlich mit viel Spaß an und endet aber in einem großen Abenteuer. Gleichzeitig hat Gemma auch noch Visionen, die auf ein ähnliches Phänomen, also diese Parallelwelt, hindeuten. Und ja, das Ganze fand ich echt spannend. Es war eine schöne historische Fantasy. Es hatte halt gleichzeitig was sehr, sehr so ein bisschen Alice im Wunderland, diese Parallelwelt, aber eben auch dieses historische, dieses viktorianische England hat man sehr schön nachfühlen können. Und ja, was alles im dritten Band passiert, weiß ich schon gar nicht mehr. Am ersten Band und den zweiten kann ich mich noch ein bisschen erinnern, am dritten seltsamerweise nicht, wahrscheinlich weil es einfach so viele Seiten sind. Ja, wie gesagt, 863. So, das nächste Buch ist eine Märchensammlung, also keine Geschichte, die im Ganzen so viele Seiten hat, sondern gesammelt. Aber es geht ja auch um allgemein die dicksten Bücher in meinem Regal und nicht um die dicksten Geschichten oder die längsten Geschichten. Und zwar ist es die vollständige Ausgabe der ja, gesammelten Märchen von Hans Christian Andersen aus dem Anaconda Verlag und ich fand die so unglaublich schön. Anaconda hat ja immer sehr, sehr günstige Ausgaben. Ich finde die nicht immer hübsch, aber die fand ich jetzt sehr, sehr schön gezeichnet. Und ich habe mir das mal für ein Märchenseminar während meiner Studienzeit gegönnt, weil ich halt, ich glaube, zwei Hausarbeiten über Märchen geschrieben habe und dann auch meine Bachelorarbeit ging auch so ein bisschen in die Richtung, naja, nicht vollständig, aber hatte so ein bisschen auch was damit zu tun und deswegen habe ich mir das gegönnt, weil ich eh ja auch Märchen sehr, sehr gerne mag und ja auch viele Märchenadaptionen gerne lese, aber dann auch gerne wissen möchte, woher das Ganze kommt und wie denn überhaupt das Original geschrieben worden ist und mir gerne den Ursprung sozusagen durchlese. Ich habe das Buch jetzt nicht von vorne bis hinten durchgelesen, sondern immer mal reingeblättert und so sehe ich das auch für die Zukunft, dass ich immer mal wieder ein Märchen daraus lese. Für Hans Christian Andersen ist ja sehr bekannt, dass er eher tragische Märchen hat, sehr, sehr traurige, wohingegen die Grimm-Märchen zwar auch brutal sein können, aber immer oder meist mit einem Happy End enden, was nicht unbedingt bei Andersen der Fall ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Mädchen mit den Schwefelhölzchen denke oder aber an die kleine Meerjungfrau, ja, was ja doch eher tragisch endet. Aber es hat auch etwas für sich, bittersüße Geschichten und ja, schöne Sprache. So, und das letzte Buch, was eben in dieser 860-Seiten-Riege ist, und dann klettern wir so langsam ein bisschen mit größeren Schritten höher, ist eines meiner Lieblingsbücher. Und zwar mit
haben wir es? 864 Seiten haben wir Der Name des Windes von Patrick Rothfuss. Ja, eins meiner liebsten High-Fantasy-Bücher, meiner liebsten High-Fantasy-Reihen. Hier treffen wir auf Quote, der ja einer der bekanntesten Magier seiner Zeit, seiner Welt ist, und er berichtet von seinem Leben. Und zunächst wächst er als Sohn in einem fahrenden Volk auf, in, ja, von Schaustellern, und muss aber miterleben, wie seine Eltern, wie seine Familie alle von den Chandrian, von Dämonen umgebracht werden. Und er schwört sich Rache, allerdings ist über diese Chandrian wenig überliefert. Es gibt zwar viele, viele Gerüchte und Geschichten und Mythen und Sagen, aber so richtig weiß keiner etwas über sie und alle fürchten sie. Er möchte aber mehr erfahren, um sie zu, ja, um seine Familie zu rächen. Er schlägt sich zunächst als Bettlerjungen durch und irgendwann gelangt er dann an eine Akademie der Magie und wird dort schließlich als jüngster Schüler aufgenommen. Und er verspricht sich da natürlich viel über die Chandrian zu erfahren, aber auch seine Fähigkeiten zu schulen und besonders mit der Magie der Namen den Chandrian näher zu kommen. Und er lernt natürlich auch viel mehr über Alchemie und vieles weiteres. Es hat so ein bisschen Schule- und Ausbildungscharakter, Harry Potter für Erwachsene, wenn man so möchte. Aber ich vergleiche das ja immer ungern. Aber jeder, der so ein bisschen diese Schule- oder Ausbildungsgeschichten sehr, sehr gern mag, kann ich das sehr empfehlen. Es ist eine eher ruhige und nicht so epische Fantasy-Geschichte. Im zweiten Band geht es denn ein bisschen mehr zur Sache. Da hat das auch ein bisschen mehr mit einer Abenteuergeschichte zu tun, wo Quote dann mehr rumreist. Hier befinden wir uns halt hauptsächlich an dieser Schule der Magie und in der Umgebung. Und ja, er lernt natürlich auch viele Figuren kennen. Und es ist wirklich, wirklich toll geschrieben, hat eine sehr poetische Sprache zwischendrin, die ich sehr genieße. Es spiegelt auch die Liebe zur Musik ein bisschen. Leider ist der dritte Band schon sehr, sehr lange in Produktion, könnte man sagen. Es steht zwar irgendwo, dass jetzt im August der dritte Band erscheinen soll auf Englisch, aber das bezweifle ich ganz stark. Ich möchte mir auch überhaupt keine Hoffnung machen, weil ja, irgendwie macht einen das dann auch traurig, wenn das dann nicht wieder klappt. Ich hoffe, dass es überhaupt kommt, denn es ist für mich in Ordnung. Aber wenn das denn gar, wenn man irgendwann schon zweifelt, dass der Teil überhaupt nicht mehr kommt, ich hatte den in den letzten Videos schon irgendwann mal gezeigt und da hatte irgendjemand schon gesagt, ich glaube da nicht mehr dran. Für mich ist das abgehakt. Und das finde ich so traurig, weil die Geschichte wirklich, wirklich toll ist. Und ich möchte schon, dass sie irgendwann beendet ist. Und ich möchte sie auch irgendwann wieder von vorne beginnen, aber das habe ich mir halt vorgenommen zu machen, sobald der dritte Band erschienen ist. Ja, aber trotzdem möchte ich darüber schwärmen und möchte jetzt noch, ich möchte es noch nicht aufgeben. Ich möchte noch ein bisschen dem Autor Zeit geben, auch wenn ich schon so ein bisschen, ja, ein bisschen beleidigt bin ich schon. Aber egal. So, gehen wir weiter. Und ich finde das toll, dass hier viele Lieblingsreihen irgendwie dabei sind. Es zeigt aber auch einfach, dass besonders Fantasy die Seiten braucht, um eine wirklich authentische Welt zu erschaffen und eine eigene Welt zu erschaffen, in der man wirklich lebt und mit den Figuren heranwächst oder mit den Figuren so viel erlebt, dann geht das einen auch ziemlich nah. Natürlich muss es gut sein, es kann nicht nur durch Seitenstärke, wird ein Buch nicht gut oder auch nicht Fantasy gut. Es gibt auch Fantasy, die dünn und schnell auf den Punkt kommt. Aber ja, es ist eben nun mal ein Markenzeichen und ich finde, oft braucht Fantasy das eben, besonders für das Worldbuilding und für die Figuren. Ja, die Reiterreihe ist wie gesagt eine weitere Lieblingsreihe von mir und das ist jetzt der zweite oder dritte Band. Steht das irgendwo drauf? Weiß ich jetzt nicht. Der Schwarze Thron ist auf jeden Fall der zweite oder dritte Band der magischen Reiterreihe von Kristen Brittain. Auch diese Reihe ist noch nicht beendet und wird nicht weiter im Deutschen übersetzt. Band 1 bis 4 wurde übersetzt. 5 und 6 habe ich auf meinem Sub liegen auf Englisch, weil ich da gerne weiterlesen möchte und hoffe, dass ich das irgendwann tue.
Ja, aber dadurch, dass mein Englisch jetzt nicht so das Allerbeste ist und ich nun mal sehr, sehr gerne in meiner Freizeit lese und mich da jetzt nicht zu sehr anstrengen möchte, ist da die Hürde leider ein bisschen groß. Aber irgendwann möchte ich wieder von vorne anfangen und dann werde ich auch zu den Englischen greifen. Ja, in der magischen Reiterreihe geht es um Kerrigan, die eigentlich erstmal nur von ihrer Schule entfliehen möchte, weil sie da Ärger mit einem anderen Schüler hatte. Und ja, sie möchte erstmal dort nur weg. Sie trifft dann auf den Boten des oder einen Boten des Königs, das sind die grünen Reiter, die halt wichtige Nachrichten von Ort zu Ort bringen. Liegt im Sterben und er ringt ihr das Versprechen ab, dass sie diese Nachricht, die er mit sich trägt, an den Königshof bringt, zum König persönlich. Und ja, an sterbenden Menschen kann man schlecht etwas abschlagen und deswegen verspricht sie es ihm und sie bricht dann tatsächlich auf mit seinem Pferd und merkt dann aber schnell, dass sie gejagt wird und dass diese Botschaft scheinbar sehr, sehr wichtig ist, auch für andere. Diese magischen grünen Reiter haben auch magische Fähigkeiten, die sie entwickeln, sobald sie zu diesen grünen Reitern werden. Und das merkt Kerrigan dann auch bald schnell. Und es gibt auch noch eine böse Macht, die hinter einer Mauer erwacht und so langsam versucht, aus ihrem Gefängnis auszubrechen. Ja, richtig tolle Fantasy, die hier steht drauf, magisch, abenteuerlich, romantisch. Es ist aber auf keinen Fall irgendwie Romantasy. Aber Liebesgeschichten dürfen natürlich auch nicht fehlen, wenn es um eine große Geschichte geht. So, und es geht weiter mit Lieblingsgeschichten. Achso, habe ich eigentlich gesagt, wie viele Seiten das hatte? Das hatte jetzt, also wir haben jetzt einen größeren Sprung gemacht, das hatte jetzt 911 Seiten. Also wir sind jetzt mittlerweile in den 900ern. Und jetzt machen wir weiter mit 960 Seiten und zwar mit Eragon. Das ist der vierte und letzte Teil der Eragon-Reihe. Und ja, das ist für mich auch leider der schwächste, beziehungsweise eigentlich das Ende. Das Ende hat mir einfach nicht gefallen. Und ich hoffe, dass Christopher Paolini irgendwann nochmal dahin zurückkehrt, beziehungsweise er ist ja schon zurückgekehrt in seine Welt. Indem er so ein paar Kurzgeschichten schreibt und dann auch so ein bisschen an das Ende hier anschließt, was einen vielleicht ein bisschen trösten kann, weil ich das Ende einfach nicht gut umgesetzt fand. Nichtsdestotrotz ist die Reihe toll und eine meiner liebsten Drachen-Fantasy-Reihen. Hier geht es um Eragon, der auf der Jagd einen seltsamen blauen Stein, Edelstein, entdeckt und er freut sich noch, weil er den vielleicht auf dem Basar, auf dem Markt verkaufen kann, damit er seine Familie besser ernähren kann. Doch plötzlich schlüpft ein kleines Drachenjunges aus diesem Stein und er versteckt diesen Drachen erstmal und freundet sich mit diesem Drachenmädchen an. Und ja, irgendwann wird es aber doch entdeckt und er muss sich auf ein großes Abenteuer machen und muss sein Vermächtnis als Drachenreiter annehmen und wird auch ausgebildet und muss natürlich vieles auf sich nehmen. Was da alles passiert, ist einfach unglaublich abenteuerlich und episch. Und wir begegnen natürlich nicht nur Saphira, seine Drachengefährtin, sondern auch noch andere Drachen. Und ich finde die Drachendarstellung sehr, sehr schön, wie sie miteinander kommunizieren können. Auch den Humor, der hier eingebunden wird. Ja, auch diese Reihe könnte ich irgendwie mal wieder lesen. Christopher Paolini veröffentlicht ja dieses Jahr etwas Neues. Er geht diesmal nicht in die Richtung Fantasy, sondern in die Richtung Science Fiction. Und das hörte sich für mich auch sehr gut an. Ich glaube, es hieß Infinitum oder so und kommt irgendwann im Herbst diesen Jahres raus. Und das habe ich mir auf jeden Fall schon auf meine Liste geschrieben, was ich ja, mir gerne anschaffen würde. Und da freue ich mich auch drauf, um zu schauen, wie er sich weiterentwickelt hat, weil Eragon hat er ja mit 15 geschrieben oder beziehungsweise mit 15 begonnen. Ja, bis er dann die durch hatte, ist er dann ja auch schon ein bisschen älter geworden. Aber ich finde, obwohl er 15 ist, merkt man das der Geschichte jetzt nicht besonders an. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich das auch im Jugendalter angefangen habe und jetzt für mich einfach, dass man da jetzt nicht mehr so objektiv drauf gucken kann. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ab von
von den ganzen High-Fantasy-Geschichten oder High-Fantasy-Reihen. Wir kommen zu einem Stephen King. Der ist ja auch eigentlich sehr bekannt dafür, dass er sehr dicke Bücher schreibt, aber es ist kein Horrorroman, sondern es ist tatsächlich auch eines seiner Fantasy-Romane mit, wir haben hier 58, 59, 60. Mit 960 Seiten haben wir Stephen King und Peter Straubs Der Talisman hier in dieser Ausgabe. Und ja, da habe ich mir jetzt gar nicht nochmal durchgelesen, worum es geht. Ich glaube, da muss ich euch jetzt einmal den Klappentext vorlesen, weil ich das vergessen habe, mir vorher nochmal durchzulesen und ich leider nicht mehr zusammenkriege, um was es genau geht. Idyll und Entsetzen liegen nahe beieinander. Quer durch die Vereinigten Staaten, aber auch quer durch ihre imaginäre, bizarre, mittelalterliche Welt, die Territorien, führt die abenteuerliche Reise des 12-jährigen Jack Sawyer auf der Suche nach dem geheimnisvollen Gegenstand, der beiden Welten das Heil zurückbringt, dem Talisman. In beiden Welten hat Jack Gefahren zu überwinden, aus denen ihn oft nur das Flippen rettet, der Sprung in die jeweils andere Welt. Horror und Fantasy durchdringen sich in einer Geschichte von faszinierendem Bilderreichtum und atemberaubender Spannung. Ja, das habe ich gelesen und damals, für mich war das damals sehr komplex. Ja, Stephen King ist ja auch dafür bekannt, dass er sehr ausschweifend schreibt, seine Charaktere sehr, sehr, sehr ausarbeitet und ja, jetzt auch nicht so derjenige ist, der schnell vorangeht und es auch mal durchaus mal mit langwierigen Passagen zu tun hat. Und als Jugendlicher, ich meine, ich habe Spaß daran gehabt, aber es war für mich schon ein kleiner Kampf. Deswegen würde ich das schon gerne nochmal lesen, vor allem weil es dazu auch noch eine Fortsetzung gibt. Ich glaube, das heißt Das Schwarze Haus. Und das würde ich mir schon gerne zulegen. Und ich glaube, es ging auch irgendwie um eine Krankheit. Ich weiß nicht mehr, ob Jack Sawyer todkrank war oder seine Mutter oder irgendwie so. Und mit diesem Talisman kann er sie irgendwie retten. Und es war halt auch immer so, ist das nun Realität, diese andere Welt, oder besteht das alles in seinem Kopf und er verarbeitet das so? Ja, natürlich hat es auch so seine düsteren Seiten, wie das bei Stephen King nun mal so ist. Und ich erinnere mich an einen Charakter, das war ein Gefährte von ihm, das war Wolf. Ich weiß, das war irgendwie so ein Wolfsmensch und der war richtig klasse. Ich ja, habe nur so ein paar Szenen im Kopf, kann euch die aber nicht mehr so richtig nennen. Da habe ich schon auch Lust, nochmal zuzugreifen. So. Historische Fantasy haben wir jetzt und das Buch ist eigentlich ein Sammelband von allen Teilen der Reihe. Also ich weiß gar nicht, ob das denn zählt, aber ich finde schon, weil es geht ja, wie gesagt, nicht um die längsten Geschichten, sondern die dicksten oder seitenstärksten Büchern. Und wir haben jetzt mit 988 Seiten kommen wir der 1000 langsam näher. Und zwar Elena, das Lied der Löwen von Tamara Pierce. Ich weiß gar nicht, ob das vier oder fünf Teile in einem sind. Gucken wir mal. Vier. Vier Bücher in einem sind das. Ja, auch eine coole Karte. Und ja, wir treffen hier auf Elena und ihren Bruder. Und ihr Bruder soll zu einem Ritter ausgebildet werden und Elena, ich glaube, zu einer Magierin. Und beide fühlen sich nicht wohl in ihrer Rolle und so tauschen sie einfach ihre Plätze. Und Elena möchte unbedingt zur Ritterin ausgebildet werden und so verkleidet sie sich als Junge, was natürlich doppelt aufregend macht, ihre Ausbildung zum Ritter. Sie merkt aber auch, dass sie ja irgendwelche magischen Fähigkeiten hat. Also es ist jetzt nicht nur historisch, es geht jetzt nicht nur um Kämpfen, sondern auch um Magie. Auch hier habe ich viele Punkte vergessen. Es geht hier auch eher so in die Richtung Jugend, Kinder- und Jugendbuch. Und das muss man schon wissen, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Abenteuer mit viel Kampf und auch so ein bisschen Ausbildungsflair. Und ja, muss natürlich immer aufpassen, dass sie nicht auffliegt als Mädchen. Ja, und auch darauf habe ich Lust. Das habe ich jetzt gar erst ein bisschen später entdeckt. Also diese Ausgabe
Diese Sammelausgabe ist ja auch ein bisschen später rausgekommen. Also die Reihe an sich kam in den 80er Jahren raus, also ist schon ein bisschen älter. Und jetzt hier diese Sammlerausgabe ist 2012 erschienen. Und da habe ich halt auch die Geschichte erst für mich entdeckt. Viele haben das als Jugendliche gelesen und ich habe das in meiner Ausbildung zur Buchhändlerin erst für mich entdeckt. So, wir sind bei den Tausendern angekommen und jetzt ja, kommt ein Buch, was ich sofort wusste, dass das hier in diesem Ranking drin landen wird, weil irgendwie weiß ich die Seitenzahl auswendig. Es hat sich bei mir irgendwann eingebrannt, dass Harry Potter und der Orden des Phönix 1024 Seiten hat und ja, eines meiner dicksten Bücher im Regal ist und natürlich meine allerliebste Lieblingsreihe und dahinter kommt erstmal lange gar nichts. Und viele finden ja den am schwächsten, also der Orden des Phönix finden viele am schwächsten und von vielen ist der Lieblingsteil der vierte. Ich sehe das nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der fünfte mein Lieblingsteil ist, aber auf jeden Fall auch nicht der schlimmste. Ich habe mich eher im Gegenteil einfach gefreut, dass hier so unglaublich viele Seiten sind und wir halt auch einfach sehr, sehr viel Alltag mitbekommen. Und das ist eigentlich immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, auf Hogwarts mit Harry, Ron und Hermine und den anderen Schülern einfach diesen Schulalltag mitzubekommen. Natürlich war es auch echt spannend, mitzuerleben, was da noch alles passiert ist und Harry zu begleiten, wie es immer gefährlicher und düsterer wird. Und ich finde auch ab dem, ja zwischen 3, 4, da schwappt es ja auch vom Kinderbuch auf jeden Fall ins Jugendbuch Richtung Erwachsene. Und ja, der Orden des Phönix ist auf jeden Fall schon viel, viel düsterer als Band 1, 2 und 3. Und ja, deswegen bin ein Fan vom Orden des Phönix, auch wenn Harry hier vielen auf die Nerven gegangen ist, weil er sich ziemlich ungerecht von vielen behandelt fühlt, aber ich konnte ihn in manchen Teilen auch wirklich verstehen. Und ja, ich bin ein Fan von diesem Buch, besonders eben, weil es so fett ist. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war nämlich von Band 1 bis Band 5 immer so, dass die immer dicker geworden sind und ich fand es einfach toll. Also Band 1, 2, 3 haben ja alle immer so um die 300 bis 400 Seiten gehabt und sind da schon immer ein bisschen dicker geworden. Band 4 lag dann schon bei 700 Seiten und dann waren wir hier bei 1024 und dann der sechste liegt dann wieder bei 600, 700 Seiten und da war ich richtig enttäuscht. Das weiß ich noch, als ich, dass es dann gar nicht dicker geworden ist, wie das sonst immer so war. Obwohl natürlich 600, 700 Seiten immer noch viele Seiten für ein Kinder- und Jugendbuch sind. So, zwei Bücher haben wir noch und ja, eine Reihe kommt vor, über die habe ich jetzt schon in den letzten Monaten, in den letzten Wochen viel, viel berichtet und hier muss es auch nochmal drin vorkommen. Der dickste Band aus dieser Reihe hat 1055 Seiten. Das ist die Flammen der Dämmerung von Peter V. Brad. Das ist der dritte Band. Auch alle anderen Bände haben um die 900 bis 1000 Seiten. Aber das war, wie gesagt, der dickste. Und ja, auch hier eine meiner liebsten Reihen, über die ich immer wieder schwärmen kann. Besonders über die Figuren hier drin. Und das lässt sich so unglaublich schnell weglesen, obwohl das so fette Dinger sind. Und das lese ich auch immer wieder von anderen, dass sie da so durchrasen. Und das ist mir auch beim Rereaden, ich habe diese Reihe ja jetzt, also die Band 1 und 2 habe ich jetzt dreimal gelesen. Den habe ich jetzt zweimal und alle weiteren, die danach kommen, bisher jetzt nur einmal gelesen. Aber es ist mir immer wieder aufgefallen, dass der Schreibstil einfach unglaublich schnell wegzufressen ist und das bringt einfach echt Spaß, auch die Figuren zu begleiten. Wir begleiten hier zum einen Arlen, der ja, auf dem Hof bei seiner Familie aufwächst und in einer Welt, wo jede Nacht Dämonen aus dem Boden aufsteigen und die Menschen angreifen. Die Menschen können sich wehren in Form von Siegeln, die sie in ihre Zäune und in ihre Häuser ritzen können und die Dämonen so fernhalten, aber sie können sie nicht bekämpfen, dafür sind sie einfach zu stark. Und eines Tages muss halt Arlen mit ansehen,
wie seine Mutter angegriffen wird und wie sein Vater stocksteif daneben steht und einfach aus Angst ihr nicht helfen kann. Und so möchte Arlen nie werden und deswegen, ja, rennt er weg und gibt sich zur Auf oder macht sich zur Aufgabe, die Kampfsiegel zu finden. Denn es soll irgendwo auf der Welt oder irgendwann mal Kampfsiegel gegeben haben, mit denen man die Dämonen tatsächlich bekämpfen konnte. Dann treffen wir noch Leesha, die zu einer Kräuterhexe ausgebildet wird, und auf Roger, der mit seiner Fiedel ja besonders auch irgendwie Einfluss auf die Dämonen hat. Und alle drei haben ihre bewegende Kindheit und müssen viele harte Schicksalsschläge erleiden. Und irgendwann treffen diese Figuren natürlich aufeinander. Und wir treffen auf noch mehr Figuren, die nach und nach in den Bänden eingeführt werden und dann auch zu Protagonisten werden. Ja, ich finde das einfach toll und finde es immer wieder schön, wenn neue Leser diese Reihe entdecken. Weil ich finde sie halt auch irgendwie was Besonderes, weil sie ist, es ist zwar High Fantasy, aber es hat nun mal nichts mit Drachen, Elfen, Zwergen, Orks zu tun, sondern es ist schon, sagt ihr, so eine eigene Welt und auch eine eigene Art von Magie. So, und das dickste Buch ist im Grunde auch ein Sammelband von drei Bänden, so dass die Reihe komplett in einem Band gefasst ist. Und zwar ist das Der Herr der Ringe von Tolkien. Ja, in dieser wunderbaren roten Ausgabe mit einem Anhang. Und ich wollte noch mal schauen. Also ich habe einmal geguckt ohne Anhang und einmal mit Anhang. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Ich glaube, es waren irgendwie 1100 irgendwas. Ja, 1134 Seiten hat es ohne Anhang. Da fällt die Karte raus. Ganz wunderbar. Und 1292 hat das Buch mit Anhang. Ja, das ist das dickste Buch in meinem Regal. Ich muss aber sagen, das dickste Buch, was ich je gelesen habe und was auch nur eine Geschichte beinhaltete und irgendwie kein Sammelband war und keinen Anhang hatte, das war S von Stephen King mit 1500 Seiten und ein paar zerquetschten. Also das war auch für mich ein hammerfettes Buch. Ich habe das allerdings gehört und das war für mich auch vollkommen in Ordnung. Es ist wieder ausgezogen, weil es für mich jetzt kein mega Highlight war. Dennoch habe ich schon überlegt, ob es irgendwann wieder einziehen wird, weil in Kombination mit der Neuverfilmung fand ich das auch einfach grandios und es war für mich auch irgendwie als Horror- und Fantasy-Leser irgendwie ein Muss, das irgendwie aufzuholen und meine Wissenslücken da zu schließen und diese ganzen Anspielungen zu verstehen zu können. Das war schon für mich ein großer Aha-Effekt und es gab wirklich große Stärken in diesem Buch, aber ich fand es halt zwischendrin schon ein bisschen langatmig. Sagen wir das mal so, sodass es halt nicht in meinem Highlight-Bücherregal geblieben ist. Aber mal gucken, vielleicht, wenn ich irgendwann ein bisschen mehr Platz habe, irgendwann, wenn ich ein neues Bücherregal habe und mir das irgendwann über den Weg läuft und ich da günstig rankomme, dann hole ich mir das vielleicht doch nochmal. Mal schauen. Ja, das waren die 12 dicksten Bücher aus meinem Bücherregal. Ich möchte natürlich jetzt von euch wissen, was ist euer dickstes Buch, das ihr je gelesen habt oder das bei euch in eurem Bücherregal steht. Und wie gesagt, beantwortet mir doch die Frage, ab wann ist es für euch ein sehr, sehr dickes Buch, ab welcher Seitenzahl, und schreckt es euch ab, wenn Bücher sehr, sehr dick sind. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare zu den Büchern, die ich euch vorgestellt habe. Das nochmal als kleine Ergänzung. Jetzt ist aber gut. Ich wünsche euch jetzt eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!